meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Self-Help-Saturday-Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seid hier auf Morning Elegance und heute werde ich mit euch besprechen, wie ihr endlich eure Ängste loswerdet und euren Träumen näher kommt. Ihr habt wahrscheinlich genauso wie ich panische Angst vor bestimmten Dingen. Ungefähr hat jeder panische Angst davor, seinen Traum zu verwirklichen oder sein Ziel zu erreichen, seinen Traumpartner zu finden oder irgendwas der Art. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Angst loswerdet. Ihr könnt euch diese Angst wie eine Art dicke Wolkendecke vorstellen, die fett vor euch hängt. Und ihr müsst die einfach wegbekommen, um endlich alles klar sehen zu können. Anders könntet ihr euch vorstellen, dass euer Traum oder euer Ziel auf einer bestimmten Frequenz ist, so wie so ein Radiosender. Der ist auf einer bestimmten Frequenz und ihr müsst auf diese Frequenz kommen. Negative Gedanken, schlechte Gedanken, Nörgeleien, Neid und all das sind auf einer tieferen Frequenz. Ihr müsst es aber schaffen, nach oben zu kommen, auf diese Frequenz, wo ihr sein wollt. Und um das zu machen, müsst ihr positiv denken. Ihr müsst an euren Traum positiv denken. Ihr müsst euren Traum verinnerlichen, verwirklichen, innerlich in euch, in eurem Unterbewusstsein und daran denken, dass ihr es schaffen könnt, dass alles klappen wird. Und um diese negativen Gedanken loszuwerden, habe ich einen ganz, ganz großen und wichtigen Tipp an euch oder einen wichtigen Satz, den ihr euch behalten sollt. Und zwar, es gibt keine Niederlagen. Es gibt im Leben keine Niederlagen. Es gibt blöde Zeiten und schlechte Zeiten, die man überstehen muss. Aber auch durch diese Zeiten lernt man was. Und es ist einfach wichtig, dass ihr das für euch verinnerlicht, dass ihr für euch ein guter Mensch seid, für euch das tut, was ihr wollt. Also realisiert, es gibt keine Niederlagen, es gibt schwere Zeiten, auch wenn die vielleicht mal ein Jahr lang gehen. Aber auch danach, es wird besser. Und je früher ihr realisiert, dass es besser wird, desto früher wird es besser. Also versucht jetzt, mit mir zusammen positive Gedanken in euren Kopf zu bekommen. Und zwar mache ich das heute mit euch wieder natürlich in einer Meditation. Ich werde euch 2 Minuten geben, in denen ihr ganz, 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 ganz fest an euren Traum denkt. Ihr dürft dabei aber nicht an euren Traum so denken. So, ja, was wäre wenn? Wie würde ich das schaffen? Ah, das schaffe ich eh nicht. Nein, ihr werdet denken, ich werde meinen Traum erfüllen. Ich werde meine Traumfrau finden. Ich werde meinen Traumkörper haben. Und ihr denkt das 2 Minuten lang. Ich gebe euch 2 Minuten. 2 Minuten müsst ihr dadurch ganz, ganz fest an diese positiven Sachen in eurem Traum. Ihr müsst daran glauben. Und dann könnt ihr es schaffen, in euer Unterbewusstsein das zu übergeben. Wie in der Schule beim Lernen. Ihr habt es, oder auch in der Uni, ihr habt Sachen auswendig gelernt und immer wiederholt. Und dann waren die irgendwann da. Ihr habt die jetzt, ihr wisst die jetzt, die Sachen. Und genau so müsst ihr euch das mit den positiven Gedanken vorstellen. Ihr müsst ganz, ganz viel positiv denken. Und dann werdet ihr auch positiv denken in der Zukunft. Und ihr werdet eine positivere Einstellung haben, weil euer Unterbewusstsein euch sagt, alles okay, du schaffst das eh. Und dann schafft ihr das auch. Dann kriegt ihr alles hin, was ihr wollt. Und das ist das Tolle am Law of Attraction, am Gesetz der Anziehung. Wenn ihr denkt, ihr schafft es, ihr seid es wert, ihr seid toll, dann denkt das auch die Welt, dann denkt das auch das Universum. Damit ihr euch aber nicht in euren Wunsch hineinsteigert, in einen neuen Traum und zu schnelle, unüberlegte Sachen begeht, müsst ihr auch danach runterkommen. Ihr müsst euch auch eine gewisse Auszeit geben. Und deshalb werden wir auch wieder 8 Minuten Meditation als Auszeit machen. Also ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ihr macht mit. Und wenn ihr mitmachen wollt, legt euch am besten einfach irgendwo auf den Boden. Die Arme offen auf den Boden, die Beine offen legen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir. Jetzt erstmal 2 Minuten ganz fest an euren Traum denken.
Lasse nun los und entspanne.
Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart bei meinem Self-Help Saturday. Ich hoffe, ich konnte euch einen Schritt näher an euren Traum bringen. Ich konnte euch ein bisschen Mut geben. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Euch gefallen so Videos. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, damit ich weiter solche Videos drehe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder vorbeischaut. Dann geht es wieder einen Schritt weiter. Und ja, ansonsten könnt ihr auch gerne am Montag zu meinem Make-up Monday vorbeikommen oder am Mittwoch zu meinem What to Wear Wednesday. Ich freue mich auf euch. Vergesst nicht zu abonnieren und bis ganz bald.